Gavi, vandaag in Team brauchen wir die Produktionsdaten dieser Unternehmen, ihre Kapazität, Auslastung, Energieverbrauch, Tonnage des Rohstoffbedarfs, die Arbeitskräfte, die Fachabteilungen und Arbeitsbrigaden, die Schichten. All diese Daten werden uns direkt aus den Fabriken über die Telefonleitungen übermittelt. Dann fasst ihr die wichtigsten davon zu Indizes zusammen, mit denen wir unseren Computer füttern können. Stanley sah sich abermals fragend in der Gruppe um. Mario. Wer von euch ist Mario? Alfonso bedeutete ihm einen Mann in Jeans und Alpaka-Pulli, der sich mit einem schüchternen Handzeichen zu erkennen gab. Mario, du koordinierst das Statistikteam, das diese Indizes verwalten und auswerten wird. Wenn ich kurz etwas fragen darf, sagte Mario, wir reden hier von Daten aus ungefähr wie vielen Fabriken? Stanley antwortete mit dieser so typischen Mischung aus Vorsicht, Sachlichkeit und Übermut. Na, wir peilen etwa 400 an. Mario hob die Augenbrauen. Wir reden also von Daten aus 400 Fabriken, die sich täglich ändern? Stanley verriet mit einem unscheinbaren, aber unverkennbar zufriedenen Seitenblick auf Alfonso, dass er auf einen solchen Einwand vorbereitet. Um genau zu sein, ändern sich die Daten nicht täglich, sondern stündlich. Wir wollen kein überholtes Wissen über diese Fabriken. Nein, wir wollen immer die aktuellsten Daten. Wir wollen die Daten in dem Moment, in dem sie entstehen, im Realtime. Das ist unmöglich, sagte Mario mit höflicher Zurückhaltung und sah, wie um sich seine Einschätzung bestätigen zu lassen, abermals Herrn Namen an. Doch dieser schien inzwischen zu überlegen, ob die Datenleitungen für sein Team zuständig war, nicht so etwas wie der Schlüssel zu Stanleys Plan sein konnten, sofern man es einen Plan nennen konnte. Ein Team von Programmierern in London ist in diesem Augenblick dabei, eine algorithmische Software mit dem Namen CyberStrike für diese Daten zu schreiben. Octavio Alfonso hatte ich mir als den besten Computerspezialisten Chiles angepriesen. Octavio, gedrungen und untersetzt, trug eine Merkamix-Brille und ein Kreuz um den Hals. Später sollte ich mich noch oft darüber wundern, dass kaum etwas an ihm wirklich zusammenpasste. Seine technische Brillanz, nachlässige Kleidung, seine Vorliebe für Pilze und besonders in Psychotrope-Exemplare, da vermutlich lag das an jener sanften Selbstsicherheit, mit der er jetzt auf Stanleys Schmeichelei hinnahm. Danke, Alfonso, sagte er, was in der Gruppe aus irgendeinem Grund für Gelächter sorgte. Alfonso deutete eine Verbeugung an. Es kam nicht oft vor, dass er sich auf einen Spaß einließ. Aber was sollen wir mit all diesen Daten anfangen? Dies wieder von Mario. Wir werden darin ersticken. Well, sagte Stanley gedehnt, wie er es immer tat, wenn er eine gute Antwort wusste. We will anticipate the future. Er genoss unsere Aufmerksamkeit. Stanley, diesen Eindruck war ich schon bei unserem ersten Treffen, hatte alles bereits bis in die kleinste Einzelheit durchdacht. Sein Modell gab es nicht erst seit ein paar Tagen oder Wochen. Er hatte Jahre daran gearbeitet. Und ebenso lange hatte er auf die Chance gewartet, es auf die Probe stellen zu können, in einem Kontext, wie er gewaltiger nicht sein kann. Wir lassen Chiles Wirtschaft vom Computer simulieren und spielen auf diese Weise verschiedene Szenarien durch. Zum Beispiel setzen wir die gesamte Warenmenge eines einzelnen Tages in Beziehung zur Inflation, zur momentanen Kaufkraft der Bevölkerung, damit zum erwarteten Absatz, zum Aktienmarkt und so weiter. Die Parameter sind völlig variabel. Auf diese Weise können wir den Produktionsbedarf vorhersagen und Engpässe verhindern, bevor sie entstehen. Unser System wird nicht nur alles wissen, was in den chilenischen Fabriken in einem bestimmten Moment geschieht. Nein, es wird auch das wissen, was geschehen könnte. Mario wirkte noch immer, als nehme er kein Wort ernst, wagte aber angesichts des aufmerksamen Schweigens der Westgruppe nicht noch eine weitere Frage zu stellen. Unser Prophet, fuhr Stanley unbeirrt fort, wird unser Operations Room sein, der jede gewünschte Information auf Knopfdruck zur Verfügung stellen kann.
Im Ortsturm wird es nicht einen einzigen Fetzen Papier geben. Wir wollen uns weder durch Texte noch durch umständliche Zahlenprogramme quälen, sondern uns einzig und allein auf intuitiv verständliche Grafiken stützen. Das heißt, aus allen Informationen, die bei uns ankommen, muss unsere großartige Grafikdesignerin Anna, hier sah ihre Frau mir gegenüber an, Bilder machen. Diagramme, um genau zu sein. Das schaffe ich nicht allein, sagte Anna, die Frau mit der Brille, die sie, als Stanley sie angesprochen hatte, sofort wieder ins Haar geschoben hatte. Ich brauche auch ein Team. Keiner hat bisher mit mir über mein Team gesprochen. Sicher, fiel Alfonso begütigend ein und trat ein bisschen vor. Es dürfte ja mittlerweile klar geworden sein, dass wir für dieses Unternehmen alle Ressourcen zu nutzen bereit sind, die wir haben. Wir werden über die Details im Anschluss. Ich kann das auf keinen Fall alleine machen, sagte Anna. Nicht, dass es hinterher heißt, ich lasst mich zu eurer Beruhigung eines darstellen, sagte Stanley an uns alle gerichtet. Vor uns liegt eine immense Herausforderung. Alfonso und ich wissen das. Wir verlangen von niemandem Unmögliches. Wir werden keinen von euch im Leben stehen lassen, wenn es ein Problem gibt. Er sah in die Runde. Schließlich trafen sich unsere Blicke. Du bist Hans, richtig? Wir haben dich für das Design des Ortsrums vorgesehen. Der Ortsrum ist das Interface der Anlage, die Schnittstelle zwischen Mensch und Computer. Eine Kathedrale des Wissens, wenn ihr mir ein wenig Pathos verzeihen könnt. Hier laufen alle Informationen in Form der grafischen Diagramme auf Bildschirmen zusammen. Ausschließlich Bildschirme. In einer Kathedrale kramt man nicht in seinen Zettelchen. Nein, man blättert in der Bibel, gab ich zu bedenken, was zu einem nervösen kleinen Gelächter führte, dem nicht eindeutig anzunageln war, ob man mich als Witzbold oder Eiferer einstufte. Die Bibel ist das Wort Gottes, sagte Stanley. Und Gott ist allwissend. Das ist ungefähr die Richtung, in die wir denken wollen. Wann immer der Mensch versucht hat, sich mit Gott zu messen, ist er furchtbar scharf, sagte Anna ernst. Das ist wahr, sagte Stanley. Ich habe mich vielleicht ein wenig hinreißen lassen. Wir wollen nicht alles wissen, sondern nur genug, um die richtigen Entscheidungen über die chinesische Wirtschaft zu treffen. Dazu brauchen wir Informationen. Und wir werden dafür sorgen, dass jeder, der die Informationen braucht, sie auf dem einfachsten und schnellsten Weg bekommt. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Erkundigte sich Alfonso und trat einen Schritt vor. Niemand meldete sich, obwohl an allen Gesichtern abzulesen war, dass sich dahinter noch immer Ratlosigkeit verbarg. Das Vorhaben, das uns Stanley gewissen hatte, klang vollkommen irrwitzig. Auf der Basis dessen, was wir bisher erfahren hatten, konnte keinem von uns klar sein, was er als nächstes zu tun hatte. Entschuldigung, sagte ich. In dem Konferenzraum war es sehr still. Plötzlich hatte ich Sorge, nicht die richtigen Worte zu finden und mich womöglich nochmals ungünstig zu exponieren. In einem von Stanleys Büchern, die mir Alfonso gegeben hatte, The Brain of the Firm, hatte ich die Grundzüge seines Denkmodells kennengelernt, das Viable System Model. Ich kannte einige der theoretischen Begriffe, die ihn zugrunde lagen, aber Stanleys Konzept ging weit darüber hinaus. Ich äußere mich. Was Sie da eben skizziert haben, Mr. Ward, klingt nach einer vollkommen neuartigen Infrastruktur für Informationen. Es erscheint mir ambitioniert. Es war noch immer still. Stanley nickte bedächtig. Natürlich war das keine Frage gewesen, nicht einmal Kritik. Am ehesten klang es wohl wie Anbiederei. Wenn du damit meinst, dass es größenwahnsinnig klingt, dann bist du nicht der Erste. Aber immerhin habe ich Alfonso überzeugt. Und den Präsidenten. Wenn ich also größenwahnsinnig bin, dann sind wir es jetzt wenigstens alle. Er lächelte breit. Ach, und übrigens, bitte nenn mich Stan.
Gleichzeitig gab Alfonso uns aber das Gefühl, dass auch er an die Überlebensgröße unserer Aufgabe glaubte. Und dass, wenn Cybernet erst einmal etabliert wäre, auf einen Schlag das Versorgungsproblem gelöst sei und damit der größte Teil der Regierungskritiker verstummen würde. Das befeuerte uns, deinem geradezu absurden inneren und äußeren Aufwand zu arbeiten. Ja, es wäre ein Privileg zu halten, Tag und Nacht füreinander und insbesondere für Stanley erreichbar zu sein. Selbst wenn er um Mitternacht anrief und sagte, dass ihm noch einige Details zum Kontrollraum eingefallen seien, ob ich mir das nicht vielleicht kurz mal ansehen könnte. Und natürlich schwang ich mich sofort auf das Fahrrad der Orca und fuhr nach Providencia hinein, wo Stanley mich mit leuchtenden Augen und Wangen in seinem Zimmer erwartete. Wach und ausgeruht wie immer. Kleidung und Bart in exakt jenem Grad der Knittrigkeit, der deutlich machte, dass es sich dabei um ein Steak und nicht etwa um eine Pflege handelte. Routinemäßig Scotch anbietend, den ich mittlerweile von Stanley allerdings vollkommen unbemerkt nicht einmal mehr ablehnte, sondern freundlich ignorierte. Die Grundvoraussetzung für uns sollte ein Hexagon sein, damit wir Platz genug haben für die Windschirme. Die Wände sollten aus Furnierholz bestehen, nicht zu hell, nicht zu dunkel. Die Atmosphäre ist sehr wichtig, man soll sich wohlfühlen. Man kann nicht gut arbeiten, wenn man sich nicht wohlfühlt. Meinst du mich auch? Ich nickte und machte statt schriftlicher Notizen Skizzen, wie Stanley sofort kommentierte. Keine Tische, sagte er zum Beispiel kategorisch. Was hat es denn kaputt gegen Tische? Fragte Commander Brauer, während er in einer der Personalakten blätterte, die sich vor ihm stapelten. Er war der Meinung, dass Tische nur dazu einladen, sich dahinter zu verschanzen, sagte ich. Interessant, sagte Brauer und klappte die Akte zu. Außerdem gerät alles in Vergessenheit, was einmal darauf gelandet ist, sagte Stanley. Wir brauchen diesen Ballast nicht. Was wir brauchen, sind bequeme Sessel mit einem Kontrollpen. Ich zeichnete. Keine scharfen Kanten, bestimmte Stanley. Der Sessel muss bequem sein. Und die Armlehne muss breit genug sein, um dann die Tasten unterzubringen, mit denen man zwischen den Anzeigen und den Bildschirmen navigiert. Als er mit meiner Skizze zufrieden war, erinnerte das Resultat ein wenig an den berühmten Tulip-Armchair des finnischen Designers Eero Saarinen. Das Problem bei solch geschwungenen Formen war allerdings, dass sie am besten aus einem Stück herzustellen waren, womit sich faserverstärktes Kunstharz anbot. Dieses Material sah auch Saarinens Entwurf aus den 50er Jahren vor. In den USA, wohin er ausgewandert war, kannte man dieses Verfahren schon längst. Aber ob es in Chile jemanden gab, der mit der Verarbeitung Erfahrung hatte, wagte ich zu bezweifeln. Wir finden schon jemanden, sagte Stanley entschieden und wiegte dann den Kopf, als sei ihm eine bahnbrechende Idee gekommen. Du hast die Armlehne so schön breit gemacht. Was hältst du davon, wenn wir noch eine Abstellfläche für ein Glas hinzufügen? Für ein Glas? Damit man sich wohlfühlt, sagte Stanley und strahlte. Und wo du schon dabei bist, mal auch noch einen Aschenbecher hinein. Eine der Herausforderungen für das Team, neben der an etwas zu arbeiten, wovon niemand außer Stanley eine konkrete Vorstellung hatte, lag darin, dass uns an Mitteln und Material fast alles fehlte. Stanley wollte zum Beispiel statt Zahlenkolonnen und Text ausschließlich Piktogramme, die per Knopfdruck auf einem Bildschirm angezeigt werden sollten. Die Piktogramme konnten wir nicht im Computer erzeugen, dafür war das Grafikmodul des IBM nicht gemacht. Für die Monitore wiederum konnten wir wegen der viel zu niedrigen Bildrate keine braunen Röhren verwenden, denn von dem flackernden Standbild hätte man sofort Kopfschmerzen bekommen. Oskar sprach schließlich die einzig gangbare Idee aus. Diapositive. Aber da müssen wir jedes Piktogramm von Hand herstellen und jedes Dia mit einer Registernummer versehen, gab ich zu bedenken. Genauso wie den entsprechenden Datensatz, den das Dia repräsentiert. Anna hatte die Aufgabe, die Daten in Diagramme zu übersetzen, und zwar mit kleinen, mit keinen anderen Materialien als Kartons, Kamel und Bastelkleber.
Inzwischen hatte sie Verstärkung von ihren beiden Kollegen Luisa und Carolina bekommen, mit denen sie im Akkord die Vorlagen herstellte und abfotografierte. Müssen das denn unbedingt Fahrfotos sein? Ich erinnerte sie an die Isotype Otto Neuraths, über das die Methode der Bildstatistik während der Planung viel gesprochen hatte. Wir mussten vielschichtige Sachverhalte möglichst einsichtig und konzis aufbereiten. Jedes zusätzliche Unterscheidungsmerkmal für Systemzustände war daher absolut notwendig. Auf Farben zu verzichten bedeutet, auf die gesamte Idee grafischer Information zu verzichten. Ich will nicht derjenige sein, der das Stanley vorschlägt, sagte ich. Naja, weil, sagte Anna leichthin, während sie sich eine Zigarette drehte, ich weiß nicht, ob du in Santiago schon mal ein Labor gesehen hast, das Farbdias herstellt. Natürlich! Anna betrachtete die Frage indes schon als beantwortet und war sich der Sache sehr sicher. Aschefflocken rieselten träge auf den Boden, im Boden blauen Kartons nieder, die sie mit einem Lineal unterteilte und danach mit dem Cutter in kleine Karten zischte. Mir lag die Adresse des betreffenden Fotolabors auf der Zunge. Oder noch nicht? Fragte ich schließlich, als mir klar wurde, dass es sich dabei um eine Ulmer Adresse handelt. Tatsächlich gab es in Santiago kein Fotolabor, das Papiers entwickeln konnte, und die einzige Lösung des Problems bestand, so oft wird es erwähnt und wendet, darin, unsere Diafilme in einem Postflugzeug über die argentinische Grenze zu bringen, um sie in Buenos Aires entwickeln zu lassen. Ach, das dauert eine Woche, sagte ich entmutigt. Na, 4 bis 5 Tage, sagte Anna. 4 bis 5 Tage sind nicht ganz das, was ich mit Realtime gemeint habe, sagte Stan. Gespräche wie dieses führten beständig über ausnahmslos jedes Detail der Anlage. Oft kollidierten aber Visionen mit der Realität und nicht selten fungierte ich dabei als Puffer. Ich hatte gehofft, sagte Stanley etwa, dass wir die Bildschirme des Popsrooms über elektromagnetische Schaltungen direkt mit dem IEM verbinden können. Dazu haben wir das Equipment nicht, sagte ich. Was wir machen können, ist Folgendes. Die Dias werden von hinten gegen die Schirme projiziert. Wann immer man sich ein bestimmtes Diagramm ansehen will, gibt man dem Techniker Bescheid und der legt dann das passende Dia ein. Manuell? Fragte Stanley. Ich nickte. Manuell im Sinne von by hand, bestätigte Anna. Brauer verkniff sich ein Lachen. Stanley füllte sein Glas wieder auf. Ich hätte mir eine vollautomatische Lösung gewünscht. Ich sah Anna an und Anna sah mich an. Das würde ein spezielles Polarisationsglas erfordern, sowie eine Software, die Informationen in eine Rastergrafik umsetzen kann. Und das wiederum, ja, schon gut, unterbrach mich Stanley mit einem zerknirschten Lächeln. Aber wie erfährt der Operator am Dia-Magazin, welches Diagramm angezeigt werden soll? Ja, vielleicht könnte Anna zwischen Ortsturm und dem Servicebereich mit einem goldenen Tablett hin und her laufen. Wirklich faszinierende Idee, sagte Stanley mit gespieltem Interesse. Muss es allerdings unbedingt ein goldenes sein? Er scheint nicht ohne Humor zu sein, wie Stanley, sagte Brauer. Anna verdrehte die Augen. Ich hatte gedacht, die Akademiker in Europa wären weniger chauvinistisch. Wie wäre es mit einer Sprechanlage? Na also, sagte Stanley, stellte sein Glas ab und klatschte ungelaunt in die Hände. Versatz! Wir haben also unsere hochmoderne Netzwerktechnik installiert, ein intelligentes Filtrationssystem entwickelt, eine Präsentationsform gefunden und nun noch das schwierige Problem der Kommunikation gelöst. Das nenne ich die Zukunft der Film. Apropos, was machen denn eigentlich unsere Sitzgelegenheiten? Die Zeit, das Ende habe ich ja dann schon verraten.
starb eine Hände, es kam zur Depression, tausend verschwanden. Aber fasziniert ist dann doch, dass die Nase sozusagen die Zukunft war, dass wir völlig neue Anliegen der Wirtschaftsplanung so weit vorbereitet wurde, dass Leute sich Gedanken gemacht haben, welche Formen die Sitze in diesem Option haben sollten, welche enormen Zukunftsvertrauen die Leute da agiert haben. Vielleicht habt ihr Lust, da ein bisschen reinzulesen und zu erspüren, was es heißt, wenn die Zukunft sozusagen unmittelbar greifbar ist, die dann allerdings, wie gesagt, leider verschwand. Genau. Ja, die Zeit hat schon davor läuft ab. Vielen Dank, dass ihr das langsam aufmerksam wart. Es war uns ein großes Vergnügen, das euch präsentieren zu dürfen. Wir hoffen, dass für euch was dabei war, dass vielleicht das eine oder andere euch inspiriert, mal selber nochmal zu schauen, was gibt es für Romane, Dokumentationen, was für Zeit, was ihr irgendwie bewegt und motiviert, auch an einer anderen Welt zu stecken, was nicht nur auf so einer reinen sachlichen Ebene wird. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es gibt noch Partien heute im Zirkuszelt. Genau. Das ist die letzte Veranstaltung des Spiegel Summit. Und dann seid ihr sozusagen entlassen. Sehen wir uns nächste Woche in der Folge. Ja, vielen Dank nochmal an Carsten, der deine Hase kann. Ich komme nochmal bei Carsten kurz rein. Carsten, komm mal nach vorne. Danke, dass du einfach nach vorne hast. Danke für die Einladung, Lise. Danke an euch fürs Organisieren. Sehr viel Spaß gemacht, das vorzubereiten und es ist so schön.